Heute geht es mal um Kartenmarket. Was war da eigentlich letztens los und warum sind wir gerade auf Kartenmarket nicht zu finden? Das schauen wir uns jetzt an. Ja, heute geht es mal um Kartenmarket selber und ihr wisst es ja alle, wir haben natürlich einen Kartenmarket-Account, wo ihr auch fleißig kaufen könnt. Und ja, heute geht es allgemein um Kartenmarket, aber auch um uns selber. Aber wir schauen uns das Ganze mal an. Zunächst einmal, ja, das ganz normal Kartenmarket und wenn man uns sucht, dann findet man uns nicht. Ich kann dir nochmal refreshen, das ändert hier nichts an der ganzen Sache, denn ja, es bleibt einfach so, wie es ist. Also, ja, wir können nochmal Deutschland machen, es ändert hier nichts. Also, wir sehen, Junks Playground gibt es zurzeit nicht, das hat auch einen ganz großen Grund, denn wir gucken einfach mal hier an, ja. Das ist auch nochmal hier, refreshen, also keine Angst, das ist kein Screenshot oder so. Wir sind zurzeit in Urlaubsmodus und das hat auch einen sehr guten Grund, denn wir machen gerade Inventur. Und ja, ihr wisst Leute, Inventur kann ein bisschen dauern, erst recht bei so vielen einzelnen Produkten, beziehungsweise allgemein großen Produkten. Wir haben letztens ja auch ein Lagervideo gemacht, oben aufs i könnt ihr nochmal klicken, dort kommt ihr zur Lagertour. Ja, das dauert natürlich seine Zeit und deswegen sind wir jetzt so lange offline gewesen, beziehungsweise eben in Urlaub gewesen. Offline ist hier ja definitiv das falsche Wort. Und keine Angst, wir werden wieder online kommen. Wird nur noch so um die eine Woche dauern, dann sind wir wieder online und dann sind wir auch wieder zu finden. Sei es über die ganz normale Benutzersuche oder eben über direkt. Und dann sind wir halt aus dem Urlaub wieder raus und dann kann man wieder ganz gewohnt einkaufen. Also Leute, müsst ihr euch leider noch ein wenig gedulden und tut uns sehr leid, aber sowas muss halt einfach sein. Aber heute gehen wir nicht nur darauf ein, nein, wir geben auch noch auf eine andere Sache ein. Und zwar, ja, Kartenmarket, falls ihr letzten Male mal so auf Kartenmarket war öfter down. Da stand immer, ja, tut uns leid, wir können gerade jetzt hier nicht dafür sorgen, dass die Seite aufgerufen wird. Und ihr musstet einfach warten und warten und warten und warten. Und irgendwann klappte es dann mal wieder und irgendwann wurdet ihr wieder rausgeschmissen. Diverse Leute haben auch bereits Statements dazu verfasst, also jetzt nicht Kartenmarket selber, sondern eben einzelne Leute, die eben dort verkaufen, weil es zum Teil einfach unmöglich war, eben ja einfach die Adressen abzurufen, beziehungsweise überhaupt einzusehen, wer bei einem was gekauft hat. Ja, und das ermöglichte nicht so wirklich halt den Prozess des Verschickens oder allgemeines Verkaufens auf Kartenmarket. Aber jetzt gab es eine Stellungnahme von Kartenmarket selber und die wollen wir uns natürlich jetzt angucken und gehen einfach mal direkt drauf. Ja, das hier ist die Stellungnahme. Übrigens, es gibt Kartenmarket News, kann ich auch nochmal hier eben zeigen. Hier seht ihr, es gibt diverse News, zum Beispiel, dass die auch hier Stellen suchen. Ja, dann auch ebenfalls halt hier ein paar Sachen, die halt verändert worden sind. Von daher, hier glaube ich, ging es um Versand, dass ja um Weihnachten rum halt der Versand ein bisschen langsamer sein ist. Also hier gibt es schon manchmal sehr wichtige News und halt eben jetzt auch eine Stellungnahme zu den Kartenmarket-Ausfällen. Also sie betiteln das hier selber als Kartenmarket-Ausfälle. Und das Ganze ist jetzt vom 28.03. ist ein bisschen her, ist aber noch aktuell und gilt immer noch. Es gibt einen neuen Beitrag, den gucken wir uns gleich natürlich auch nochmal an. Aber gucken wir uns an, was Kartenmarket denn hier als Stellungnahme macht. Erstmal entschuldigen sie sich natürlich und möchten sagen, was passiert ist. Ja, und sie geben es zusätzlich zu, dass in den letzten Monaten, ja, Kartenmarket explodiert ist. Denn die haben eine Steigerung von 600% Nutzern, sowohl Angebote als auch Datenverkehre. Ja, 600% ist schon eine Hausnummer. Ich meine, wir müssen einfach mal überlegen, Kartenmarket existiert schon jetzt ein bisschen länger. Und ja, wir wissen alle, es gibt da alles. Jede Karte, jeder bietet was an, es gibt so viele Produkte, nicht nur im Yu-Gi-Oh! Bereich, nein, wir haben ja hier geguckt, wir haben hier Magic, Pokémon, Dragon Ball, Force of Will, Final Fantasy, Vanguard, Warcraft, Star Wars, also, ne, My Little Pony, also, und hier fehlt sogar noch Fortnite. Mal gucken, ob die auch noch hier Fortnite hier reinbringen. Ja, also sehr viele verschiedene TCGs. Und dennoch haben sie jetzt in der letzten Zeit 600% Steigerung gehabt. Das ist ziemlich krass. Und da versteht man dann vielleicht auch ein bisschen, dass die Server ein bisschen Schwierigkeit hatten. Und ja, sie geben es auch zu. Pokémon ist schuld, Leute. Der Hype um Pokémon, ja, Trimax, etc. haben für diese Plattform Werbung gemacht. Und ja, das soll man sagen, ne?
Kartenmarket konnte einfach dem nicht mehr gerecht werden. 600% ist heftig, ist natürlich sehr, sehr geil für Kartenmarket. Also es ist ja eine unglaubliche Steigerung der Plattform, aber naja. Auf jeden Fall müssen sie halt leider deshalb entschuldigen und ebenfalls, gab es halt viele Crashes. Man sagt hier 86 Millionen Einzelkartenangebote. Das ist schon sehr, sehr krass. Sie versuchen jedoch, das Ganze zu fixen und wollen eben was machen. Was haben wir unternommen? Primär gibt es diverse Funktionen einfach nicht mehr. Das heißt, Cardmine IPE gibt es nicht mehr, Shopping Wizard gibt es nicht mehr, Bulk Management gibt es ebenfalls nicht und verlinkte Accounts. Und ja, Leute, viele dieser Funktionen sagen euch vielleicht gar nichts, beziehungsweise diese Funktionen sind eben für Händler. Jetzt denkt ihr euch, ja, juckt mich nicht. Naja, juckt euch schon indirekt, denn Händler arbeiten unter anderem mit diesen Tools und das bedeutet halt leider auch, dass Händler eben nicht mehr so gewohnt arbeiten können wie bisher. Das bedeutet, es gibt Delays oder gewisse Funktionen funktionieren einfach nicht mehr, weil sie halt einfach ausgeschaltet worden sind. Und dementsprechend, gibt es einfach ein paar Schwierigkeiten in Zukunft halt, eben wenn man halt beim Händler kauft, beziehungsweise Händler selber haben Probleme. Also wenn du da kaufst, gibt es ja kein Problem. Also es geht ja ganz normal rein, aber halt Nachlisten oder ähnliches. Aber auch hier Shopping Wizard ist halt deaktiviert. Was werden wir tun? Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Funktion zurückzubringen, beziehungsweise hart gesagt kann man sagen, sie wollen einfach halt die Serverkapazitäten wieder erhöhen, beziehungsweise verbessern, um halt eben diese 600% zu deckeln, beziehungsweise dagegen anzukommen. Ja, ist ganz nett, dass mal hier das Statement kam. Viele haben sich schon beschwert oder gewundert, warum ist diese Seite ständig down? Ja, hier ist die Lösung und besser ein Statement spät als nie. Aber die Zahl fand ich dann doch sehr krass. Also hier so 86 Millionen und 600% Steigerung ist mächtig. Aber die Deaktivierung ist schade, aber dafür sollte ja die Seite dafür jetzt erstmal flüssig laufen. Und es gibt noch ein weiteres Update, worauf wir eingehen wollen. 31.03. Wie gesagt, ist ein bisschen aktueller. Ist aber das letzte Statement auch. Und zwar, der Einkaufshelfer kommt zurück. Ja, Leute, es gibt ja einen Einkaufshelfer. Und dort kann man jetzt den wieder benutzen. Leider Beschränkungen gibt es. Nur eine Wants-Liste von 20 Karten oder weniger. Also, wir werden das Limit erhöhen, sobald wir uns sicher sind, dass es keine Probleme mit sich bringen wird. Das heißt, Leute, 20 Karten ist definitiv zu wenig, aber das Limit wird erhöht, wenn eben der Server es zulässt. Und ich finde, das ist eine gute Möglichkeit. Klar, wenn du jetzt so ein komplettes Deck in die Wants-Liste hast, musst du die erstmal zerstückeln in 20er-Listen. Ist dezent nervig, aber besser als gar nichts. Und sonst müsst ihr halt einfach ein bisschen warten. Aber ja, 20 Karten gehen wieder, aber das Limit wird eben wieder erhöht, wenn es wieder möglich ist. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Zusammenfassend kann man einfach sagen, die Server waren dermaßen überlastet, weswegen Kartenmarket hier diverse Funktionen halt offline nehmen musste, einfach, um die Kapazität zu sparen. Aber die Server werden jetzt ja auch erhöht, von daher wird die Kapazität auch wieder steigen. Ja, was haltet ihr von den ganzen, wart ihr von den ganzen überhaupt betroffen? Habt ihr gemerkt, dass die Seite öfters down war oder nicht? Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare und ich würde sagen, das war's von mir und bis bald!